Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Arc Fjordur mit Jubro. Hallo. So, hier beginnt gleich der Babyboom. Das Megatherium bekommt ihr Baby und in 11 Minuten sind hier auch unsere Eier fertig, beziehungsweise glaube ich mittlerweile in 10 Minuten. Ja. Und dann ist hier einiges los. So, was brauchen wir jetzt? Metall habe ich gerade geholt gehabt. Wir brauchen gleich nur noch mal Zementing-Paste. Ach, da hinten packst du die jetzt hin. Ja, Zementing-Paste. 600 brauchen wir noch. Ich glaube, wir brauchen dieses Teil, was die Eier aufhebt. Ich weiß nicht mehr, was waren das? Wie hieß denn das? Collector. Wie bitte? Doch, der Collector, genau. Collector. Der braucht aber, was brauchen der nochmal? Kaliensuppe, ne? Dafür brauchen wir dann erstmal Gerd. Okay. Und was ist denn eigentlich mit diesem Dodo-Nest, was ich vorhin meinte? Dafür brauchen wir 20 Eier. Ach so, und deswegen wolltest du gerade die Dodos haben, oder? Dafür hast du die Dodos gezähmt, genau. Ah. Toll. Einmal Schrott. Ah, ich habe gerade die Sättel Wir und so nicht können weg. auch dann, wir haben ja noch Low-Level Dionikos-Eier, die können wir auch nehmen. Ja. Damit können wir auch die Hatchery bauen. Ja, sind noch drei da, genau. Hier noch 12 Eier. Wir können ja auch gleich noch mal ein bisschen rumfliegen, ob wir noch Low-Level Dionikos-Eier finden. Ja, ich bin gerade unterwegs, dann kann ich mal kurz gucken. Dann das erste Megatherium Baby nimmst du einfach. Und ich mache mir dann das zweite. Ist Was das denn? nicht sowieso für ein Tribe? Ja, aber es hat doch auf dich dann einen Buff. Ja, wenn der Tribe imprinten kann, ist das ja egal. Nee, es hat nur dein. Ich habe das ausgestellt, dass alle dann den Bonus haben. So, hier ist das Löwenweibchen. Das muss ich hier mal kurz aufräumen. Kommt her. Oh, aber der Dionikus hier ist echt hübsch. Nein, der war Level 243. Scheiße, ich hab ihn getötet. Ich Sau. Aber das Ei hier ist nur Level 36, Eben glaube hat ich. mir doch S Plus gesagt, wir haben zu wenig Metallbarren, ne? Ja. Überhaupt nicht. Wie viele haben wir denn? Wir haben über 4000 und wir brauchen 2500. Wir hätten genug gehabt. Toll. Ja, das Einzige, was halt wirklich gerade noch fehlt. Nö, jetzt haben wir auch genug Zementingpaste, hey? Ich mach dir jetzt die Industrial Forge. Was hast du Jetzt haben gemacht? wir auch auf einmal genug Zementingpaste. Okay. Eben hat er gesagt, fehlt alles. Das Männchen sieht ja genauso hier aus wie mein Löwenmännchen. Vielleicht Brüder. Hä? Vielleicht Brüder. Egal, der andere ist jetzt tot. Weiß doch der eine, der Nette und der Böse. Ja, aber ich habe ihn ja Simba genannt. Mikroraptor. War vielleicht sein böser Onkel. Scar. Meinst du, warum mein Kater heißt, wie er heißt? Ich habe einen Lödi gefunden. Dödi Level 108 zu klein, ne? Nehme ich jetzt einfach mal an. Man reicht ja auch. Was hast du gerade gesagt? Ist mir eigentlich egal. Der hier hat schon ordentlich Turbo. Oh. Vom Was? Level mit dem zufrieden. Kleiner Ein bisschen Mensch. Steine holen. Dann zähme ich den jetzt. Aber ich glaube, der ist eigentlich zusammengerollt, aber ist es irgendwie nicht. Toll, ich krieg keine Narkose auf den, weil der angeblich zusammengerollt ist. Aber er steht hier rum.
schießt aber auf den Kopf. Das brauche ich nicht, wenn der zusammengerollt ist. Oder angeblich zusammengerollt ist. Früher hat er auch am Bein Narkose gekriegt, oder geht das nicht mehr? Ich würde es einfach mal am Kopf holen. Vielleicht geht's denn dann. Nee. Also ich krieg hier kein Tausender hoch oder so. Nee, ich lasse es. Der Wasserintake funktioniert immer noch. Das ist scheiße. Oh! Was denn? Das Baby. Ja, das Baby, ganz genau. Kannst du gleich mal gucken, wie weit die anderen Babys sind? Ja. Hier, ich habe einen Chitinhelm gleich für dich. Noch 4 Minuten. Einen richtig guten. Oh, dann komme ich, glaube ich, erstmal wieder hoch. Aber ein 36er Ei habe ich schon wieder. Wir haben die Schmelze, wie schön. Ich muss kurz AFK. Okay, soll ich dein Ei aufnehmen? Oh, das hat der Vogel. Stress. Ich nehme gleich einfach das Ei von Jubro auf. Wenn er bis dann nicht zurück ist. So, noch knapp 3 Minuten. Und dann geht's hier los, richtig los. Ach, wir können ja mal nach dem Baby gucken. Oh, hübsches Baby. Ein Männchen. Das hat schon das Unterdrucksymbol oben über. Was? Ich glaube, es ist ein besseres Männchen geworden, wie Jubro wollte. So. Noch 2 Minuten. Hier seht ihr auch unseren Futtertrog, alles voll. Da ich ja noch ein bisschen Zeit habe, kann ich jetzt auch das noch hier reinbringen. Wie ihr seht, wir waren echt fleißig schon wieder. Hier passiert so einiges. Ist der überhaupt Fleisch oder frisst der Bären? Futter geht runter. Das nehme ich kurz auf. Kann der Jubo gleich sein Baby selbst annehmen? Ach, das ist 3 Fleisch drin auf einmal. Ah. Füttert ihn ja nie doch? Okay. Dann gucken wir uns jetzt mal gleich uns an.
kleinen Dionikus an. Dionikus. So. Schlupf! Schlupf! Oh, der ist hübsch! Der ist ja richtig hübsch! Männchen. Ein wunderschönes Männchen. Lass mich da Futter reinpacken. So. Hier, mein Kleiner. Uff. Hier, dein Ei schmeiß ich hin. Ich hab deins gerade hochgenommen. Also, ich hab ein Männchen. Ja. Du musst ein Weibchen haben, los. Guck mal, hab ich nicht ein hübsches kleines Männchen? Wunderschön. Du brauchst denen aber kein Futter geben, ne? Hab ich aber. Die Nanny. Ja, ich trau ihr nicht. Muss der Nanny auch Futter reintun? Option. Und du hast Zwillinge? Ja. Lass es wenigstens ein Weibchen sein. Ja, es ist ein Weibchen. Beides Weibchen? Zwei Weibchen. Sehr geil. Dann haben wir zwei hübsche Weibchen und ein hübsches Männchen. Richtig gut. Verhalten. Ich möchte ihn. Ja, passiv. Siehst du, sie haben schon Futter drin. Okay. Den Nanny gut gemacht. Komm mit, du kleine Kakerlake. Meiner läuft gegen deine Babys. Wo willst du denn hin mit dem? Er soll einfach mal da ein bisschen raus aus der Lücke. Ja. Ich will ihn besser angucken. Den kleinen Scheißer. Wer kommt denn da? Oh Gott, der ist wirklich hübsch. Jetzt kommt da das andere Baby rein. Ja, voll süß, Babyboom. Oh, die Weibchen sind ja wirklich richtig hübsch. Uff. Jetzt müssen wir hier eigentlich bleiben, bis die auf 10% sind, oder? Ja. Aber es geht ja eigentlich schnell. Ich brauche einen Namen für ihn. Weiß nicht, müssen wir was überlegen. Oh, wir sind eigentlich die Werte. Hätte ich ja vorhin auch mal gucken können. Der hat 45 Punkte auf Leben, 34 auf Food, 43 auf Ausdauer, 34 auf Tauchen, 34 auf Nahrung, 48 auf Gewicht, 40 auf Nahkampf und 34 auf Geschwindigkeit. Okay, deine Weibchen sind, glaube ich, besser. Ach, wir schaffen das schon. Wir kriegen da schon was Geiles raus. Nein, Option. Ich habe jetzt einen Namen. So. Baby hat einen Namen. Was wandert denn hier rum noch? Ich. Mit was stopfst du denn hier rum? Den Griffin. Ach so. Der nochmal aus der Mitte rausgestellt. Und ich kann erst in 8 Stunden wieder ein neues Baby. Wenn ja laufen kann. Oh, das Megatherium braucht aber lange, ne? Reifeprozess 2%. Ja, die Rexe, sagte ich da. Ja gut, aber dann würde ich da vielleicht sogar Futter ins Inventar legen. Brauchst du nicht, das macht die Nanny. Ich trau ihr nicht. Die hat schon mal ein Tier von mir umgebracht. Die alte Nein, Zicke. Hat die Nanny wahrscheinlich kein Futter im Inventar. Ja, schon noch mehr Futter im Inventar. Auf jeden Fall printet sie gerade gut.
Penny macht das. Wenn ich mir überlege, die Kleinen hier sind schon auf 2,2% oder so, ne? Also deine erst auf 1,9. Das Megatherium braucht jetzt wirklich noch ein bisschen. Ja gut, aber das eine sind Raptoren und das andere hat die Größe von einem Rex. Ja gut. Ja, stimmt auch. Aber ich bin normalerweise immer abgehauen, bevor die eigentlich auch schon mal auf 10% waren. Jetzt kommt gleich von dir, genau das ist dein Fehler. Oh, wo hast du denn hier? Haben wir irgendwo einen Schrank oder nur hier die Kiste? Wo wir haben im Moment nur die Kiste. Dann packe ich dir hier in die Kiste mal einen Bauplan rein. Hier einen Chitinhelm für dich. Ein Gacha-Sattel und den Petri-Sattel, den alten, packe ich auch hier rein. Also hier ist ein Chitinhelm mit 288,5 Rüstung drin, ne? Ist doch nett. Ja. Und dann ist da auch noch ein Chitin-Brustpanzer, den kann man sich bauen. Mit über 250. Aber wahrscheinlich erst in die Chitin. Könnten wir eigentlich gleich machen. Ja. Ich flieg nochmal kurz da hinten zum Beacon. Hier unten fliegt der 300 und Tech Griffin immer noch rum. Hat auch so eine richtig schöne Färbung. Der ist noch gar nicht unten. Aber ich kann ja schon mal gucken, was drin ist. Ein Runestein. Weil. Nichts weiteres. Voll toll. Will ich jetzt hier warten, bis der unten ist? Kann das sein, dass diese Dinger auch schneller nach unten gehen als die normalen Beacon? Durchaus möglich. Ja gut, es hätte jetzt auch sein können, dass ich komplett Panne bin, ne? Weiß nicht, ich habe da keine Zeit gestoppt. Ich auch nicht. Ach, ich hol diesen einen Runestein. Du hast ja gesagt, wir brauchen 1000 oder so davon, ne? Ich kann nochmal genau nachgucken, wie viel. Egal, wir brauchen davon wahrscheinlich einen. Ist da vorne ein Huhn? Bist du ein Chicken? Weibliches Chicken. Okay. Ich komme gleich noch mit einem weiblichen Huhn nach Hause. Cool. Komm hier nur, kleine Chicken. Nein, kipp um. Nicht abhauen, umkippen. Ach, jetzt muss ich wieder Futter sammeln. Einmal Chicken to go. Das kann ich auch gleich auf den Arm nehmen, das muss nicht unbedingt in den Crew-Kapsel. Komm, Chicken. Komm, Chicken. So, ohne Stein. Auf den Arm, Chicken. Ja, ich bin auch Panne, ne? Ich lande hier genau neben so einem... so einem Klauvieh, ey. Hab's bis jetzt noch nicht mal gesehen. Sollte ich gleich dann Steindecken noch bauen? Kann gerne machen, wenn du möchtest. Dann baue ich die gleich. Wir können jetzt auch erstmal Chitin holen. Können wir die Babys jetzt wirklich allein lassen? Ja. Au! Ich habe den Tech-Arsch am Arsch. Und ich habe alles Mögliche am Arsch. Sitzt da auf einem Griffin, oder? Ja, ja. Ich flüchte gerade. Den Tech-Griffin möchte ich halt wirklich nicht töten. Okay, ich sehe sie nicht mehr, also bin ich anscheinend außer Reichweite.
So. Ich gucke immer noch mal, ob die doch kommen, aber anscheinend nicht. Die sind nämlich genau hier vorne bei uns an der Seite am Berg, ne? Oh, Folgenende. Gucke, passend dann zum Chitin holen. Perfekt. Hallo, lande. Wir landen in der Küche, okay. Da hat Jobro gar kein Problem. Nee. Griff in der Küche, so muss das sein. Hallo? Spiel? Huh. Jetzt noch schnell Rune starten. Wo hast du die Kiste jetzt hingekommen? Ach, da. Nicht mehr mitten im Weg. Da sind nur noch fertige Bauteile drin. Wo Da hast ist du ein die? Schrank. Ah! Ich habe mal einen Schrank gebaut. Sehr schön. Dann kann ich den Wer Runenstein das? reinpacken. Haben wir 15. Ja, dann beende ich die Folge jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao.